So, willkommen zum heutigen Video. Ich habe euch heute eingeladen auf ein Bein-Bizeps-Training. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und mitschreiben nicht vergessen. Okay, wir trainieren heute Bein-Bizeps zusammen. Ich habe das Training unterteilt in vier Großpunkte. Das ist einmal, beginnen wir mit einem Cell Swelling, also wir versuchen den größtmöglichen Pump zu erreichen. Im zweiten Teil geht es dann um Intra-Set Stretching. Im dritten Teil um Hypertrophy, Exzentrik und Isometrisch. Und im vierten Teil geht es dann um Burnout. Also, viel Spaß! Alright, erste Übung. Seated Leg Curls, also bilateral. Wir haben hier in Waldorf eine Maschine, die unterschiedlich funktioniert. Das heißt, dass beide Beine unterschiedlich funktionieren und unterschiedlich belastet werden und das eine Bein nicht mehr ziehen kann als das andere. Hier machen wir ein Cluster. Also ein Cluster besteht aus vier kleinen Sätzen, a 5 Wiederholungen, womit wir mit einem kleineren Gewicht starten und uns dann immer steigern und im dritten bzw. vierten Satz dann den größtmöglichen Pump erreichen, um dann zur nächsten Übung zu gehen. So, zweite Übung, sind wir beim Intra-Set-Stretching. Beim Intra-Set-Stretching geht es im Prinzip darum, den vollgepumpten Muskel auf ein Maximum auszudehnen. Dadurch löst man ein erhöhtes Muskeltraumata aus, wodurch der Muskel noch mehr zerstört wird, ohne dass wir weiter simpel und mit 10 Wiederholungen arbeiten müssen. Hier haben wir natürlich das Kreuz hier mit gestreckten Beinen benutzt, weil es halt den Beinbizeps massiv aufdehnt. Haben wir 6 Wiederholungen, wo wir es halten und 6 Wiederholungen, wo wir kurze in der Dehnung Kontraktion hervorrufen. Übung Nummer 3 machen wir ein pures Hypertrophie-Training. Das heißt 10 Wiederholungen, simpel, schwer und zwar stehend beim Beinbeuger. Linkes Bein, rechtes Bein, immer schön im Wechsel. Da merkt man auch, wo die Stärke ist bzw. wo die Schwäche ist und kann die natürlich dementsprechend super ausgleichen. Nichts, was wirklich super fancy ist, einfach schwer, 10 Wiederholungen und bam. So, jetzt kommen wir zum interessantesten Teil, dem vierten Teil, und zwar der exzentrischen bzw. isometrischen Bewegung. Also studienbasiert und nachweislich sind das halt die beiden Methoden, die die größte Hypertrophie verursachen. Machen wir liegend beim Beinbizeps. Das heißt, wir beginnen mit einer explosiven, positiven Bewegung und einer exzentrischen, sehr, sehr langsamen Bewegung von 6 Sekunden ungefähr. Da haben wir 8 Wiederholungen. Die 8. Wiederholung, die halten wir dann in der isometrischen. Das heißt, ungefähr auf dem höchsten Spannungspunkt, also so bei 90 Grad dürfte der sein. Und halten, bis der Muskel versagt. That's it. So, zu guter Letzt, 5. Übung und zum Glück auch die letzte. Pump. Also wir brauchen Pump, wir brauchen Milchsäure, Lactic Acid, um einfach nochmal metabolischen Stress to the max auszulösen. Haben wir die Hyperextension, machen wir 30 Wiederholungen, 20 davon simpel schwer mit Gewicht. Die letzten 10 versuchen wir mal 2-3 Sekunden zu halten. Und wenn ihr nicht die Faust im Arsch habt und es richtig brennt, so, dann macht ihr es nicht richtig. Versucht möglichst die Beine gerade zu lassen und den Po halt eher zu kontrahieren statt den unteren Rücken, dann werdet ihr schon merken, was ich meine. So, das war's von mir. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch ein schönes und schmerzhaftes Bein-Bizeps-Training. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. 2 Wochen bis zur Arnold's Classic. Bis dann, macht's gut.